Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spirit of the Island. Ja, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so genau, was wir in der letzten Folge überhaupt gemacht haben, weil ich jetzt wieder ein paar Tage nicht mehr spielen konnte und jetzt wieder so ein bisschen wie der Affe vom Baum stehe. Was ist hier hinten eigentlich, sehe ich gerade? Da ist überhaupt nichts drin, ne? Da ist Blumenkohl drin. Wir haben aber vermutlich jetzt keinen hier drin. Nein, haben wir nicht. Und ich vermute mal, ich weiß jetzt gar nicht, welche Kiste das jetzt war. Die rechte, da haben wir auch keinen, oder? Nee, das ist ein Salatsamen. Da haben wir auch keinen drin. Okay. Aber hier unten ist auch noch ein leeres Feld mit Salatsamen, sehe ich gerade. Dann nehmen wir die doch mal kurz mit. Ist doch Salat hier, ne? Ja, sieht mal auf jeden Fall aus wie Salat. Bauen wir hier nochmal schnell was an. Ein bisschen irritierend ist das, dass rechts von mir das genau gleich aussieht, wie auch diese Streifen hier irgendwie alle komplett gleich aussehen. Aber egal. So, das schmeißen wir jetzt erstmal wieder rein. Ja. Dann schaue ich mal nicht da rein, sondern auf die Quest. Das ist ja mit Q, das ist ja gar nicht hier. Entdecke deine Geschichte. Das ist das Einzige, was ich jetzt gerade machen konnte. Oh. Alles andere haben wir schon abgeschlossen. Ja, das ist doch cool. Cool und irgendwie nicht cool, muss ich sagen. Nee, Moment, das war in der Werkstatt, ne? Ich musste, oder besser gesagt, ich wollte mir nämlich einen Schlüssel machen. Dazu brauchen wir eine Packung, obwohl... Generalschlüssel, Basisschlüssel. Ich hoffe mal, dass wir mit einem Basisschlüssel auskommen. Dann machen wir Eisenbarren und Nägel. Nee, was mache ich denn für einen Quatsch? Ich habe wahrscheinlich nicht. Ich habe nichts mehr da drin. Eisenbarren haben wir hier. Nägel hatte ich, glaube ich, gar keinen. Der sieht zumindest nicht so aus. Dann... brauchen wir nur eine dafür. Machen wir das doch. So. Das geht ja eigentlich... Ach so, genau, für hier oben. Die müssen wir auch noch öffnen, ne? Ah, ja. Ja, ja. Und ich meine, dass wir unterwegs auch irgendwo noch eine gesehen hatten. Das heißt, wir bräuchten eigentlich... mehr Schlüssel. Ich würde sagen, wenn das geht, mache ich so 2, 3 Schlüssel. Wie kann ich denn? 5 sind Maximum. Ja, machen wir einfach mal 5 Schlüssel. Ist ja nicht so schlimm. Das geht auch recht schnell. Hier hatten wir jetzt noch nichts. Silikonbarren sind die pinken übrigens. Okay. Haben wir jetzt noch irgendwas zu essen? Wir haben... die Äpfel, aber wir haben nichts Fertiges da, ne? Kirschen bräuchte ich dafür. Salat, Karotten und Brokkoli. Das heißt, wir haben das in der letzten Folge vermutlich noch nicht gemacht und das hier dauert auch noch einiges, bis das Ganze fertig wird. Die brauchen Wasser, das ist natürlich auch nicht so gut. Was ich überhaupt nicht verstanden habe... Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das jetzt privat war oder ob das jetzt hier, aber ich glaube, es war hier im Let's Play. Da ist mir die Gießkanne kaputt gegangen und ich verstehe einfach nicht, warum man die nicht reparieren kann. So, da können wir schon mal 2 nebeneinander machen, das ist gut. Jetzt steht es ein bisschen blöd, das ist schlecht. Okay, so, noch ein bisschen. Ih, zu wenig Wasser. Oh. Müssen wir halt nochmal rüber. Mann, 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 Mann. Nee, es gibt nicht zu wenig Wasser. Du sollst einfach nur an die richtige Stelle gehen. Hallo? Hallo? Ah, jetzt macht's es. Ich wollte gerade sagen. Und was wir auch noch machen müssen, ist eine Wasserquelle bei uns im Dörfchen, sage ich mal. Ein Dörfchen ist es ja nicht. Aber bei uns auf dem Grundstück sollten wir auch eine Wasserquelle machen. Das wäre nicht gerade unerheblich wichtig. So, die füllen wir jetzt nochmal auf, damit wir die fürs nächste Mal auch wieder parat haben.
Ja, geh einfach rein. So ist brav. Nein, geh da rein. Und dann nutzt das Wasser. Nein, ach, du sollst hier... Sag mal. Jetzt. Sollst du nicht dein Wasser wieder ausgießen hier? Pass bloß auf, was du machst, sonst komme ich hier mit der Machete an. So. Nein. Ach so, Moment, wir sind ja gar nicht auf Schlüssel drauf. Yes, die reichen. Was ist das? Eine Reisetasche. Eine Tasche, die einige Gegenstände fassen kann. Bessere Taschen findest du bei Händlern oder bei der Erkundung. Cool. Und was ist das? Münzen. Ein Beutel mit einigen Münzen da drin. Einigen ist gut. 500 ist schon ein ganzes Stück. Okay, die Frage ist jetzt nur, kann man die austauschen? Moment. Verfügbare Plätze 9. Doppelt so viel. Die würde ich gerne gegen die tauschen. Anlegen. So rum. Sehr geil. Und wir haben eine neue Truhe. Ich weiß zwar nicht, ob das so clever ist, wenn ich die Sachen jetzt da rein tue, aber... Na gut, den... Ich sag mal, die Tasche, die... Obwohl, Moment. Marktwert 200. Ich würde fast sagen, die nehmen wir mit und versuchen, die zu verkaufen. Okay. Wie spät haben wir jetzt? 17 Uhr? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schaffen. In der Zeit noch darüber zu laufen, sodass wir auch noch... Aber der ist, glaube ich, nur morgens zum Verkaufen da, oder wie war das? Aber ich muss sowieso in die Richtung. Ach, da unten ist ein Drache, das sehe ich ja jetzt erst. So. Und ein Vogelnest. Oh, wie süß. Mit euch möchte ich auch sehr gerne weiter sprechen. Uppala. Aber ich habe da gerade nicht so die Zeit zu. Ich muss gucken, ob ich den Typen zum Verkaufen finde. Mal eben schauen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie der aussieht, ehrlich gesagt. Ich vertue mich aber auch immer wieder mit dem... Das ist die Quest. Ja, das ist M... Ah, das ist das. War das der Jordan? Ich glaube, ja, oder? Jordan. Den sehe ich aber auch gerade nicht. Scheiße. Das war nicht der hier rechts, ne? Das war ein anderer. Ah, Moment, da unten. Ah. Bleib stehen. Ich vermisse die Zeit, als die Insel voller Touristen war. Damals konnte ich meine teuersten Waren verkaufen. Schau doch mal auf das Positive. Ich bin hier. wenn wir hart daran arbeiten, kehrt eines Tages alles zur Normalität zurück. Das stimmt, ich tue meinen Teil. Wo du hier bist, kannst du auch einen Blick auf mein Angebot werfen. Haha. Ja, ich würde ja gerne... Nein... Wenn du etwas kaufen willst, kannst du mich an meinem Stand besuchen. Wo ist denn der hier unter uns? Nee, Moment, das ist der... Oh, wo ist denn dein dämlicher Stand, Mann? Ich weiß es doch nicht mehr. Wir sind jetzt hier. Aber da geht es immer weiter runter, ne? Och nein, Mann. Wieso kann ich mit ihm selber nicht handeln? Wieso muss ich da seinen Stand extra finden? Als ob ich mir jetzt merken würde, wo der ist. Da bin ich reingekommen. Das wird dann wohl heute nichts mehr mit verkaufen, so wie es aussieht. Aber da leuchtet was, Moment. Hallo Gameplayerin, schönes Wetter haben wir heute. Es ist ein perfekter Tag zum Angeln. Leider sind mir die Wasserflaschen ausgegangen. Ohne eine Flasche Wasser kann man aber nicht angeln gehen. Kannst du mir 2 Flaschen Wasser besorgen? Die Fische und ich würden es dir sehr danken. Ja, okay. Das noch was? Hallo Gameplayerin, es war ein trauriger, trauriger Tag. Meine Gießkanne hat ein Loch und mir sind die Kartoffelsamen ausgegangen. Wie soll ich mein Lieblingskartoffelpüree ohne Kartoffeln zubereiten? Kannst du mir innerhalb weniger Tage eine neue Gießkanne und neue Kartoffelsamen bringen? Ich hoffe.
Also bei der Gießkanne weiß ich jetzt gerade nicht mehr, was wir dafür brauchen, ehrlich gesagt. Kartoffelsamen müsste ich aber haben oder zumindest kriegen können. Für beides habe ich 3 Tage übrig. Okay, da kommt auch noch eine junge Dame. Hast du die Bücher gefunden? Ach so, die schon wieder. Nee, noch nicht. Mach dir keine Sorgen. Okay, dann nicht. Gut, dann. Ach so, doch, Moment. Eine Sache muss ich noch nachgucken. Das war irgendwo hier in der Richtung. Ich meine nämlich, dass wir am Strand noch eine Kiste hatten. Vielleicht vertue ich mich auch, ich bin mir nicht sicher. Hallo, wer bist du? Ach, du bist es. Hallo, Gameplayerin. Es ist immer schön, dich zu treffen. Wie läuft es bei dir in letzter Zeit? Hey, mir geht's gut. Wie ich sehe, behältst du die Stadt im Blick. Du bist sehr engagiert. Ja, das hört sich schon nett an. Oh, herzlichen Dank. Deine Anerkennung ist für mich sehr wichtig. Ja, und da die Müllabfuhr mal wieder nichts Besseres zu tun hat, als genau in diesem Moment vor meinem Fenster vorbeizufahren. Ich bin happy, sehr happy. Die Anlegestelle war aber über uns, ich habe es geahnt. Ich hoffe, ihr hört das nicht so extrem mit der Aufnahme. Ich befürchte allerdings, dass doch. Ja, genau hier war das. Da war doch irgendwo. Da ist einer. Was ist das denn? Elixier? Kann deine Gesundheit stärken? Okay. Und? Gegengift. Och, das hätte ich am ersten Tag gebraucht. Ein gutes Mittel, um dich von Krankheit und Vergiftung zu heilen. 500 bis 1500, das ist krass. Oder 500 pro Stück heißt das wahrscheinlich, ne? Ah, ja. Jetzt verstehe ich das. In Klammern ist das. Ah, okay. In Klammern ist das immer zusammengefasst. Kann ich eigentlich was mit dem Boot machen? Ich glaube, da haben wir schon mal geguckt, ne? Können wir nichts mitmachen. Okay, ich laufe hier die ganze Zeit mit dem Schlüssel in der Hand rum. Sieht natürlich auch mega geil aus. Leute, hallo? Ich wollte gerade sagen, ich würde auch gerne noch was sehen, wo ich hier vorbeilaufe. Ich befürchte. Ah ne, jetzt sind wir wieder auf der Straße. Ach, das sind immer diese langen Erkundungstouren. Und jetzt haben wir schon wieder 2 neue Quests aufgenommen. Das wollte ich eigentlich alles gar nicht so. Aber gut, machen wir das einfach mal. Ich komme ja hier im Moment auch nicht so richtig weiter. Also ich komme schon weiter. Ich kann mir noch was bauen. Beziehungsweise ich kann mir noch Sachen bauen, die quasi aufeinander aufbauen. Oh, du bist noch da. Wie toll, du bist zurück. Hast du gefunden, was ich brauche? Ja. Du hast nicht alles gebracht, was ich. Ach so! Ach so! Das ist der mit der Gießkanne. Ah! Moment, habe ich da noch eine zweite Gießkanne? Ja, eine kaputte habe ich noch drin. Der hat nicht gesagt, dass die ganz sein soll. Moment, habe ich da noch eine? Och, wo habe ich die denn jetzt auf einmal her? Wir müssen übrigens mal gucken, können wir die jetzt reparieren? Nee, jetzt können wir sie immer noch nicht reparieren. Komisch, ich verstehe es nicht. Aber die dürfte eigentlich nicht zum Reparieren sein. Die müsste eigentlich. Ich glaube, die habe ich schon mal vorsorgehalber gemacht, damit ich noch einen im Petto habe, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Wie gesagt, ich habe jetzt auch ein paar Tage lang gar nicht mehr gespielt, weil ich so schön Vorlaufzeit hatte. Und eigentlich war ja heute auch ein ganz anderes Let's Play dran. Und zwar Tower of Fantasy. Aber die hatten natürlich nichts Besseres zu tun, als genau in dem Moment, wo man aufnehmen möchte, eine riesige Wartung da reinzuhauen. Ja. Wie das dann leider so ist, ne? So, da habe ich auch noch Pilze, sehe ich gerade. Ich habe die schön eingesammelt, aber die vergammeln alle schön. So geht das. Ach so, weil ich auf die Tab-Taste gedrückt habe. Auf die Caps-Taste gedrückt habe, nicht die Tab-Taste. Nicht die Shift-Taste. So, ja. Ich würde das jetzt aber eigentlich mal drin lassen, damit wir das dann doch vielleicht noch verkaufen können. Wasserflaschen, genau, Wasserflaschen. Da brauchen wir Feuerholz, Harz, schon wieder Harz. Ich kriege die kurze.
An dem Moment, Harz ist nicht so schlimm, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt Harz her habe. Aber ich brauche Fett dafür. Fett habe ich noch hier. Aber mit Harz sieht es jetzt. Da sind, glaube ich, nur die Samen. Nee, Moment, da ist auch Harz drin. Oh, okay. Okay, mein Tag ist gerettet. So, das habe ich total vergessen, was ich jetzt gerade machen wollte. Super, das kommt immer sehr gut. Ach so, die Wasserflaschen waren das, genau. Wasserflaschen, Harz habe ich da, Feuerholz kann ich gleich machen. Einklebeband brauche ich dann. Oh, ich habe echt nicht mehr viel. Einklebeband und Kartoffelsamen, muss ich mal gucken. Habe ich davon noch welche? Wie viel braucht der? Drei, ne? Oh, jetzt habe ich doch vier reingemacht. Ah, nee, zwei. Zwei Kartoffelsamen. Och. Dann können wir die einen auch wieder zurücktun. So. Ich bin jetzt die Gießkanne am Herstellen, obwohl ich ja eigentlich eine Gießkanne habe. Aber es ist nicht schlimm. Ach so, ich bin die Wasserflaschen am Herstellen. Das müssen aber Wasserflaschen sein. Das dürfen keine leeren Flaschen sein, so wie ich das sehe, ne? Feuerholz. Ach so, ich habe kein Holz dabei. Nehmen wir das auch mit. So. Wie viel brauche ich denn dafür? Eins. Dann machen wir mal die drei. So. Weil ich habe mir nämlich extra eine mehr gemacht, meine ich. Eine, die ich jetzt benutze und eine, wenn die schon wieder kaputt geht. Ich weiß halt nur nicht, was ich jetzt mit der kaputten machen soll, ganz ehrlich. Marktwert 40. Ja. Ach so, eine Wasserpumpe wollte ich ja auch noch machen, jetzt wo ich das hier gerade lese. Eisenbarren, Seil und Schrauben. Oh. Ah, aber ich brauche Handwerk 2. Moment. Handwerk 2. Ich weiß wieder nicht, wo ich hier drauf drücken muss. Das ist Handwerk. Handwerk habe ich eins. Ja gut, ich krieg da aber wahrscheinlich auch eine Erhöhung, wenn ich das abgebe, nehme ich mal an, oder? Ich bin mir gerade nicht so sicher. So, er braucht zwei leere Flaschen. Ich kann aber nur eine herstellen. Das ist doch toll. Hätte ich das gewusst, hätte ich von allen ein bisschen mehr gemacht. Okay. Achso, schon fertig. Gut. Er braucht keine leeren Flaschen, sondern er braucht Wasserflaschen, mal nebenbei bemerkt. Also, wir brauchen nur ein Klebeband. Zack. Ich habe, glaube ich, eben nur ein Klebeband gemacht. Daran lag es, ne? Das kann sein. So, eine Flasche können wir noch machen. Zack. Weil ich brauche meine drei. Ach so, ich bin ja mal am Warten. Dabei geht das hier unheimlich schnell mit den Flaschen. So, dann die acht. Nee, Moment, das ist gar nicht die acht. Ich muss die leeren ja. Daran. Fünf. Hallo? Ach so, oh, ich dachte gerade, ich habe die Flaschen weggeworfen. Oh, Leute, diese Animation ist wirklich grausam, ganz ehrlich. Hilfe. Okay, also ich muss leider einmal schlafen. Was haben wir denn hier? 6 Stunden sollten reichen, denke ich mal. La 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 la. Sehr schön. Aber ich muss auch mal was trinken. So geht das ja nicht. Jetzt muss ich die Flasche wieder auffüllen. Und keine Panik kriegen. Die wird nicht weggeworfen. Aber ich stehe schon wieder an einer komischen Stelle. Ich weiß nicht, warum die das nicht überall hinkriegt, ne? Ah, jetzt. Das ist irgendwie. Ich weiß nicht. So, dann haben wir alle Sachen, die wir brauchen. Und ein bisschen was vom Essen ist auch schon fertig. Der Salat, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe.
Okay, dann laufen wir die ganze Strecke erstmal wieder zurück. Das finde ich ein bisschen nervig. Ich meine, eigentlich sprinten wir ja gerade schon. Aber für mich ist das trotzdem so unheimlich langsam. Wir haben jetzt 6 Uhr morgens. Ach nee, die sind schon wieder alle nicht wach, oder? Jungs, tut mir das nicht an. Oh. Sehr geil. Hallo. Was machst du denn? Ich habe übrigens die Sachen nicht weggelegt, fällt mir gerade auf. Das ist natürlich nicht so geil. Moment, das ist noch eine. Ha. Das ist sehr schön. Ich meine, die habe ich schon weggemacht hier. Also das heißt, die respawnen hier offenbar auch. Ja, da bin ich wieder mit meinem riesigen Busmesser vor allen Dingen. Buschmesser unterwegs. Ich muss das aber bei den Leuten selber abgeben, ne? Der Fischer braucht auch Hilfe. Der Fischer ist ganz unten. Mal eben nebenbei einen Schluck trinken, wenn ich hier gerade auf dem Weg bin. Weil mein Hals ist ein ganz klein wenig am Kretzeln. Moment, bin ich jetzt. Nee, ganz unten links ist der. Holla, die Walfee. Das kennen wir noch nicht, oder? Willkommen zurück. Hast du gefunden, was ich brauche? Übrigens, vielen Dank für deine Hilfe. Ja, klar. Was für ein Glück. Vielen Dank für deine Hilfe. Gerne, gerne, gerne. Quest aktualisiert bei Q. Achso, dass sie abgeschlossen ist, ne? Ja, okay. Aber Handwerk hatten wir, glaube ich, eben auch. Ja, was stand hier gerade? Mitarbeiterhäuser, Meisterwerkzeug. Oh. Aktiviert Wasserpumpe. Ach, da steht sogar drin. Ah. Okay. Das ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Da kann man immer gucken, was wie aktiviert wird. So, der alte vorne brauchte noch was, ne? Also der brauchte die. Das ist der John, glaube ich. Nehme ich an. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Was ist mit dir? Hallöchen. Ich komme hier mit meinem Buschmesser. Hallo, ich habe gehört, dass du dir ein Boot besorgt hast, um die anderen Inseln zu erkunden. Das ist eine tolle Neuigkeit. Wie geht es mit der Erkundung voran? Noch habe ich kein Boot. Bist du in der Lage, dich richtig zu verteidigen? Ja, ich habe endlich eins. Was? Wo? Es geht gut voran. Ich meine, ich bin immer noch kein großer Kämpfer, aber ich passe auf, dass. Moment. Aber passe immer auf, dass ich nie mehr beiße, als ich kauen kann. Okay. Neuigkeiten verbreiten sich ja schnell. Die Erkundung läuft gut. Bist du meine Mutter? Oh Gott. Ja, das hört sich dann doch netter an. Schön. Alle fangen irgendwo an. Es ist toll, dass du Erfahrung im Kämpfen hast. Aber das Beste ist, sich immer seiner Grenzen bewusst zu sein, damit wir nicht in eine wirklich gefährliche Situation geraten. Ja, die hatte ich auch schon. Okay, dann gucken wir nochmal, dass wir mal wieder in die Sackgasse laufen auf der Suche nach dem Alten. Ich will eigentlich. Ach so, Moment, wo wir gerade hier sind. Ach, da ist schon wieder was Neues. Nein. Ich will hier doch nicht immer nur Quests machen. Obwohl ich glaube, dass man. Wie war das hier, ne? Nee, hier. Dass man dadurch. Bei wem haben wir das jetzt gemacht? Beim Angler. 12. Und sie hat schon 20, nur durchs Reden. Ah, ich glaube, durch die Quests kriegen wir nicht unbedingt viel. Aber wenn ich es oben rechts richtig sehe, haben wir sogar mehr Geld dadurch bekommen, oder? Das wäre cool. Also müssen wir quasi die Quests machen, um was Geld zu kriegen. Hallo Gameplayerin, ich mache die tollsten Schinken-Sandwiches, aber mir geht das Brot aus. Kannst du mir 2 Weizen bringen, damit ich Brot für mein Lieblingssandwich backen kann? In ein paar Tagen. Ja gut, 2 Weizen in ein paar Tagen, das können wir annehmen. 3 Tage. Weil Weizen. Ich hoffe, dass ich Weizen angepflanzt habe. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ehrlich gesagt. Aber ich hoffe doch schon.
Das ist jetzt aber der richtige Weg. Hallo, Alterchen, wo bist du? Buh. Wie toll, du bist zurück. Ja, ich habe gefunden, was du gesucht hast. Wunderbar, dass du einem alten Mann geholfen hast. So. Weizen ist klar. Schlüssel, Schlüssel. Was müssen wir denn noch machen? Wir könnten theoretischerweise noch in die Mine. Wir könnten angeln. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob wir das jetzt mal gemacht haben. Haben wir überhaupt eine Angel? Wir haben noch gar keine Angel. Oh, okay. Also ganz offenbar haben wir das noch nicht gemacht mit der Angel. Beziehungsweise mit dem Angeln. Da gehe ich doch mal ganz flugs nach Hause. Guck dann auch. Hallo? Dieses Backen, während der die andere Seite lädt, ist irgendwie immer seltsam. Guck dann auch mal ganz schnell nach, ob wir Weizen angepflanzt haben. Aber wenn wir gar keinen angepflanzt haben, ist das natürlich nicht so gut. Doch, Weizen hier. Die brauchen schon wieder alle Wasser. Ja, leck mich doch. Ach doch, geschafft. Doch, alle vier. Perfekt. Okay. Das ist so ein bisschen Sisyphus-Arbeit, finde ich, wenn man sich da mal hinarbeitet. Jetzt haben wir wieder kein Wasser mehr. Also wir können nur dreimal tatsächlich mit der Gießkanne was machen. Ja, geht doch einfach ins Wasser. So, ich achte ja oder ich erwarte ja ehrlich gesagt jedes Mal jetzt, dass meine Gießkanne kaputt geht. Ich verstehe auch einfach nicht, warum ich die nicht reparieren kann. Also, falls ihr das Spiel schon gespielt habt oder noch am Spielen seid, es wäre klasse, wenn ihr das wisst, dass ihr mir mal eben Bescheid geben könntet in den Kommentaren, wie ich eine Gießkanne reparieren kann. Oder vielleicht auch, warum ich die Gießkanne jetzt aktuell nicht reparieren kann. Oh Gott, ist das nervig, dass man hier immer wieder. Ich wollte, dass die Wasserpumpe wollte ich bauen. Ich weiß, ich weiß. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch nachgucken, weil das finde ich persönlich doch sehr wichtig. Wenn ich hier die ganze Zeit wie blöde hin und her laufe, dann habe ich ja auch nichts davon. Kriege ich das so hin? Rückseite. Oh, okay, gerade. So. Den Salat kann ich schon mal nehmen. Und ist direkt wieder neu angepflanzt. Perfekt. Jetzt muss ich nur mal eben gucken. Kleiner Salat. Da brauchen wir noch Karotten und Brokkoli für. Die Karotten brauchen noch ein bisschen. Ja, ein bisschen länger. Brokkoli braucht auch noch ein bisschen. Gut, dann hoffe ich mal, dass ich mit 3 Tagen auskomme, um den Weizen dann tatsächlich zu ernten. Obwohl haben wir eventuell. Wir müssen noch Weizen. Ach, gucke mal. Gucke mal. Da können wir doch direkt. Moment, hier können wir eigentlich auch direkt mal die kaputte. Ach, der. Klar, deswegen habe ich zwei. Ich habe einmal die kaputte gehabt. Also hatte ich zwei. Ich habe mir ja dummerweise jetzt keine neue Gießkanne gemacht. Nee, die kaputte habe ich, glaube ich, weggetan. Okay, ja. Was machen wir denn hier jetzt? Nehme ich das jetzt noch mit? Da können wir doch eigentlich ein bisschen Platz sparen, oder? Ja, Bioabfall, den muss ich eigentlich verkaufen. Den nehme ich mal mit. Salat, die könnte ich jetzt erstmal da reintun. Da kann ich jetzt noch nicht so wirklich viel mit anfangen. Was ist das? Heilblatt. Die beiden Sachen brauchen wir schon mal zusammen. So. Nein. Hier ist auf jeden Fall das Heilblatt drin. Habe ich? Ich habe gar kein Eisenerz mehr, ne? Ich habe aber auch keinen Platz mehr für das Holz jetzt hier drin. Ich habe 68 Würmer. Ich könnte die theoretischerweise verkaufen.
Sie werden schlecht, wenn du sie nicht in der Wurmzucht hältst. Also theoretisch können wir sie ja dann verkaufen, behaupte ich mal. Das können wir auch wegtun. Ach so, ja, dann können wir... Gut, Feuerholz lasse ich da mal drin, dann tun wir das weg. So, dann... Hier war das, glaube ich, ne? Wasserpumpe, dafür muss ich noch ein bisschen was bauen. Auch wenn ich jetzt gerade nicht weiß, was ich jetzt bauen soll. Ich könnte theoretisch noch was Feuerholz oder so machen, damit wir dann da tatsächlich höher kommen. Also, ich muss mal schauen, was ich jetzt genau machen werde. Ich werde dann offline noch ein bisschen was herstellen, damit wir dann auf Handwerkslevel 2 kommen und die Wasserpumpe gemeinsam bauen können. Und ich werde nochmal gucken, wo dieser Laden eigentlich war, weil das kann irgendwie nicht angehen, dass ich keine Ahnung mehr habe, wo der ist. Ich werde hier auf jeden Fall erstmal die Folge beenden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.